Hi, mein Name ist Thomas Schmidt und ich arbeite seit 20 Jahren für die Firma 1&1 und bin nebenberuflich auch noch Fitnesscoach. Viele von euch arbeiten genauso wie ich auch aktuell im Homeoffice. Das bringt viele Vorteile, aber natürlich auch Nachteile mit sich. Unter anderem bewegt man sich relativ wenig. Das bedeutet auch, man kann schnell Kopfschmerzen bekommen oder Nackenschmerzen. Und ich möchte euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr dem entgegenwirken könnt. Jede Übung, die ich euch jetzt zeige, könnt ihr zu Hause ganz einfach am Arbeitsplatz nachmachen. Dabei könnt ihr die Übungen immer in einer Wiederholungsrate von 15 oder 20 Wiederholungen machen, wie ihr das gerne möchtet und wie es für euch am angenehmsten ist. Erste Übung. Damit ihr euch am Arbeitsplatz mal so richtig strecken könnt und vor allen Dingen auch die Wirbelsäule lang macht, könnt ihr mit der Leiter klettern gehen. Dazu nehmt ihr einfach eure Hand, streckt sie nach oben und zieht den Ellbogen zu eurer Brust. Das macht ihr dann wieder mit der anderen Seite und so könnt ihr dann die Leiter hinaufklettern oder wie wir auch gerne sagen, ihr könnt die Sterne vom Himmel holen. Das könnt ihr in unterschiedlichem Tempo machen, wie ihr möchtet. Wie gesagt, 15 bis 20 Wiederholungen, so wie es für euch am bequemsten ist. Viele neigen dazu, am Arbeitsplatz schon mal die Schultern hängen zu lassen und dabei einen kleinen Rundrücken zu machen. Das ist nicht gesund, aber ihr könnt dem ganz einfach entgegenwirken. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Kugelschreiber. Setzt euch bequem auf euren Stuhl, stellt die Füße auf und dann nehmt ihr den Kugelschreiber in eine Hand. Führt den Kugelschreiber hinter die Stuhllehne und nehmt den Kugelschreiber mit der anderen Hand an. Das macht ihr jetzt so oft, wie ihr möchtet. Wie am Anfang bereits gesagt, ungefähr 15 Wiederholungen und dann hast du die Übung geschafft. Es gibt sogar Übungen, da könnt ihr die Brust, die Schultern, den Trizeps und den Bizeps gleichzeitig trainieren. Dafür macht ihr bitte Folgendes. Ihr steht auf, dann schiebt ihr den Stuhl beiseite. Kommt an euren Schreibtisch, setzt die Hände ab und öffnet die Hände weit. Die Füße setzt ihr einen ganzen Schritt nach hinten, macht den Rücken lang, Brust raus und jetzt könnt ihr Schreibtischliegestütze machen. Dafür bringt ihr den Oberkörper tief zum Schreibtisch und drückt euch wieder nach oben. Die Ellbogen gehen nach außen und wieder hoch. Achtet darauf, dass die Hände, Ellbogen und Brust eine Linie bilden und das Kinn ist immer an der Brust. Das könnt ihr in eurem eigenen Tempo machen, entweder langsamer oder schneller. Wenn euch das zu schwer wird, zieht einfach die Füße etwas näher zu euch heran, dann wird die Übung etwas leichter. Jeden Tag 15 Liegestütze und ihr habt eine kräftige Brust. Wenn man lange am Laptop sitzt, dann kommen schnell schon mal Nackenschmerzen dazu. Aber da habe ich auch etwas für euch, damit ihr da entgegenwirken könnt. Dazu braucht ihr zwei Wasserflaschen, zwei Bücher oder etwas Schweres, was ihr in beide Hände nehmen könnt. Dann stellt ihr euch auf, nehmt die Wasserflaschen, Bücher oder was auch immer in die Hand und dann macht ihr folgende Übung. Ihr hebt die Schultern an, senkt die Schultern. Zieht die Schultern zu deinen Ohren und wieder ab. Besser machst du es noch, wenn du dabei sogar noch eine kleine Drehung reinbringst, indem du die Schultern nach hinten und nach unten ziehst. Damit sollten Nackenschmerzen auf jeden Fall der Vergangenheit angehören. Bei einem langen Arbeitstag am Schreibtisch kommen in der Regel immer die Beine etwas zu kurz. Aber auch dafür gibt es coole Übungen, wie ihr euren Oberschenkelvorder- und Oberschenkelrückseite trainieren könnt. Dafür stellt ihr einfach eure Füße etwas weiter als hüftbreit am Boden auf und dann macht ihr Folgendes. Entweder nehmt ihr die Hände auf die Oberschenkel und jetzt drückt ihr euch aus den Beinen nach oben, haltet hier und setzt euch wieder ab. Wenn euch das zu schwer ist, dann nehmt die Hände einfach an den Stuhl, drückt euch leicht nach oben, haltet hier und kommt wieder ab.
Umso länger ihr haltet, umso bessere Resultate werdet ihr bekommen und vor allen Dingen das kräftigt die Oberschenkel. Während des langen Arbeitstages verkrampft eure Muskulatur. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch auch dehnt. Und das ist relativ einfach umzusetzen. Und dazu bleibt ihr einfach auf eurem Stuhl sitzen und da gibt es mehrere Übungen. Einmal ist es wichtig, vor allen Dingen den Oberkörper zu dehnen. Dazu dreht ihr euch einfach einmal nach außen, bringt euren Ellbogen hinten zur Stuhllehne und kommt wieder zurück. Einmal die andere Seite dehnen und die Schulter nach hinten ziehen und wieder zurück. Ihr könnt euch auch dehnen, indem ihr zum Beispiel nochmal einfach euch lang macht und wieder absetzt oder auch einmal den Kopf kreisen lasst, um die Nackenmuskulatur zu entspannen. Das waren nur ein paar von vielen Übungen, die ihr selbst zu Hause probieren könnt. Experimentiert ein bisschen selber herum, was ihr machen könnt. Und wichtig ist dabei nur, dass ihr euch immer viel bewegt. Geht zwischendurch auch mal raus an die frische Luft, genießt die Sonne und kommt gestärkt wieder zurück an euren Arbeitsplatz. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis dann!